Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal die Raststätte an. Bei dem Event gibt es ein paar mehr Zombies als bei dem anderen Event von der Weihnachtsseason und die sind teils auch ein bisschen stärker. Hier gibt es auch wieder infizierte Rehe, die schnellen Beißer sind auch wieder am Start und hier gibt es allerdings auch so ein paar Krabbler, die droppen auch meistens nichts. Da gibt es hier 6 Stück. Also 2 mal 3 Stück und dann gibt es hier auch den Bären, den wir schon aus alten Seasons kennen und es gibt hier auch einen Boss. Den gucken wir uns aber später an, denn hier schlagen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen den Weg frei. Für fast alle Zombies können wir ganz entspannt Schlagwaffen nehmen. Natürlich ist es am logischsten, wenn man sich möglichst anschleicht. Der Rehbock hier hat uns natürlich jetzt gesehen, schlechtes Beispiel, aber bei den meisten Zombies funktioniert es doch. Es sei denn, die stehen dann natürlich zu weit zusammen. Hier beim Haus kommt ihr nicht durch, ihr müsst wirklich quasi hier unten durchlaufen, wo der Zaun dann eine Lücke hat. Oder ihr könnt auch hier oben rumgehen, da kommt man dann auch wieder durch. Wie schon erkannt, bekommt ihr hier jetzt auch die anderen Weihnachtssachen, die ihr dann auch für diese Geschenkboxen nehmen könnt. Also habt ihr jetzt 2 verschiedene Möglichkeiten, um die Kisten abschicken zu können. Also ich stopfe jetzt zum Beispiel meine Sachen, die ich bei dem anderen Event bekomme, erstmal dort in den Truck, denn da bekommt ihr ja nochmal ein extra Event, wenn ihr den vollgeladen habt. Allerdings sammle ich mir quasi die Sachen für den Truck zusammen, packe noch nicht alles rein, sondern mache das Event dann ganz am Ende in der 3. Woche. Denn sonst droppen da wohl nicht so viele Zombies, habe ich schon gehört. Sprich, ihr bekommt auch nicht so viele Sachen. Und die Sachen, die dann über sind, stecke ich quasi dann in diese Geschenkboxen, um die zu verschicken. Somit kann ich dann die ganzen Sachen, die man hier bekommt, in den Baum, der eben vor der Hütte stand, reinpacken. Denn da ist es quasi dasselbe Prinzip. Ihr müsst diesen Baum behängen mit den Sachen, die ihr hier findet. Und sobald ihr das fertig habt, bekommt ihr wieder das extra Event auf der Map angezeigt und könnt da quasi auch nochmal hin. Hier auf der Ecke müssen wir jetzt langsam so ein bisschen vorsichtig sein, denn irgendwo hier steht der eiserne Kauer, heißt der, glaube ich. Und der hat so ein paar extra Attacken, also der kann euch zum Beispiel ankotzen, zieht euch relativ viel Leben ab, aber geht vor allen Dingen auf die Rüstung. Also da lieber möglichst ausweichen, wenn es denn klappt. Ihr könnt euch natürlich hier jetzt auch einmal anschleichen, dann ist er doch ratzfatz eigentlich tot. Sobald ihr angespuckt seid, seid ihr auch erstmal so ein bisschen langsamer. Wie gesagt, hier kommt auch so ein roter Kreis. Wenn ihr da noch drin steht, dann könnt ihr euch auch erstmal nicht bewegen. Könnt ihr aber, wie gesagt, auch mit einer Nahkampfwaffe machen. Also ihr braucht da nicht unbedingt eine Schusswaffe. So, dann gehen wir hier jetzt einfach mal weiter. Hier sind jetzt erstmal noch mal ein paar normale Zombies, sag ich mal. Und unten rechts quasi befindet sich dann noch mal der junge Bär oder Jungbär oder wie der heißt. Und der hat ja auch noch mal ein bisschen Leben. Könnt ihr aber auch mit einer Nahkampfwaffe töten, wie ihr wollt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der beim ersten Mal noch voll Leben hat oder ob der einfach nur, wenn man ihn quasi einmal getötet hat und am nächsten Tag wieder tötet, dann immer nur die Hälfte hat. Auf jeden Fall hat er jetzt die letzten Male bei mir immer nur noch 250 von 500 Leben. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch war. Ob ihr, wenn ihr das zum Beispiel einen Tag auslässt, dann wieder einen voll geheilten Bären da habt. Hier stehen jetzt überall noch so ein paar normale Zombies. Da müsst ihr auch ein bisschen gucken. Die Map ist ja relativ groß, dass ihr da auch nichts vergisst. Ich werde hier nochmal schnell die letzten Zombies töten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare oder auf meine Facebook-Seite bzw. Facebook-Gruppe Chaos Mini LDOE. Bis zum nächsten Mal, eure Chaos Mini.